Hallo liebe Zuschauer, mein Name ist Nino und ihr schaut euch gerade News Product Reviews an. Heute testen wir die Foscam mit dem Namen FI9961EP. Hierbei handelt es sich um eine vandalensichere Kamera. Und was sie so sicher macht, ist eben, dass sie ein IK10 Sicherheitsrating bekommen hat. Und diesen Rating kann man nur bekommen, wenn eine bestimmte Art von Tests durchgeführt worden sind. Und zwar von neutralen Instanzen. Und hiervon handelt es sich um ein Spektrum von 1, also IK1 bis IK10+. IK10 nur, wie hier, bedeutet, dass wir das zweitbeste Ergebnis haben. Dafür muss die Kamera ein Gewicht von 5 kg von einer Distanz von 40 cm widerstehen, ohne kaputt zu gehen. Das ist hier anscheinend passiert und deswegen haben die dieses Rating auch bekommen. Was ziemlich gut ist, die Kamera selbst hat einen Körper aus Metall und natürlich auch gehärteten Plastik. Es handelt sich um eine Dome-Kamera, aber wie man feststellen wird, hat diese schon ein paar kleine Nachteile. Also einerseits haben wir hier keine Bewegungsmöglichkeiten der Kamera selbst, also Schwenk und so weiter Bewegungen sind nicht möglich. Man stellt sie vorher ein und das war es eigentlich dann auch. Dann muss man die Kamera so nutzen, wie die ist. Okay, dann haben wir aber auch noch kein WLAN bei dieser Kamera. Es ist eine Outdoor-Kamera und man braucht da auch sehr selten bei solchen Kameras WLAN. Da man einfach sehr dicke Wände dazwischen hat und das oft nicht so gut funktioniert. Sie kann aber eine Micro-SD-Karte benutzen und deswegen geben die uns hier auch so ein kleines Teil, um die Kamera aufzumachen. Und das mache ich jetzt hier auch. Es sieht ein bisschen blöd auf. Ich hatte die eigentlich schon vorher aufgemacht. Diese drei Schrauben sind inzwischen schon ziemlich locker absichtlich. Aber ich tue mich trotzdem hier viel zu schwer. Dennoch möchte ich euch zeigen, wie man die öffnet, da man ja relativ vorsichtig damit sein kann. Die Garantie wird davon nicht beeinflusst übrigens, was ja selbstverständlich sein sollte, aber wir haben es ja auch anders gesehen in der Vergangenheit. Achtet bitte darauf, wenn ihr dieses Deckel hier abzieht, nicht, dass ihr das Kabel, das da drin ist, auch abtrennt. Ganz vorsichtig damit arbeiten, Platz ist genug. Nun können wir die MicroSD-Karte hier in diesen kleinen MicroSD-Slot reinschieben. Und noch wichtig für uns ist, dass wir die Kamera, wenn wir jetzt möchten, manuell schwenken können und so einstellen, damit sie in der richtigen Richtung schaut. Sie wird höchstwahrscheinlich sowieso kopfüber stehen, aber man kann sie nur jetzt, also nur während das Ganze so offen ist, also bewegen. Und dafür brauchen wir einen Schraubenzieher, einen Standardschraubenzieher, ob jetzt ein Kreuz war oder einfach einen flachen. Beides funktioniert. Und wie man hier sieht, ich habe es aber absichtlich schon mal lockerer gemacht, kann ich das so bewegen und die Kamera so einstellen, wie ich möchte. Übrigens kann man das natürlich auch mit dem Finger machen, wenn die Schrauben locker genug sind. Danach machen wir das Ganze zu und können die Kamera dann montieren. Und deswegen zeige ich euch auch, wie das Ganze softwaremäßig aussieht, denn die Foscam Software ist an sich ziemlich gut. Ich bin damit sehr zufrieden, ich habe auch andere Foscams getestet und hier sind wir eigentlich und sehen einerseits, dass unser Bild sehr schön ist. Wir haben sehr gute 1080p, es ist alles sehr klar sichtbar. Wir sehen kein Rauschen und so weiter, obwohl, dazu kommen wir, aber wir haben ja auch eine HDR-Funktion, die ich jetzt absichtlich nicht nutze. Wir haben natürlich 50 Hertz, 60 Hertz und Outdoor-Mode. Das Outdoor-Mode wird das Wichtigste sein hier, da wir ja die Kamera höchstwahrscheinlich draußen einsetzen werden, obwohl in Geschäften und Läden kann man die auch einsetzen. Und ich nutze hier User-Defined als Stream-Auflösung, da ist 1080p bei 25 Bild bei einer Bildrate von 25 Bilder pro Sekunde ist. Und natürlich haben wir hier diese WDR-Funktion und ich will immer wieder WDR sagen, das ist einfach Gewohnungssache. Das ist unsere HDR-Funktion, wenn es dunkel ist, kann man sie nutzen. Dann haben wir die NA-Funktion, die erlaubt es uns, die Qualität des Bildes automatisch vom System einstellen zu lassen. Somit können die Auflösungen ein bisschen fallen oder sich erhöhen, je nachdem wie schnell unser Internet ist. Da diese Kamera aber in diesem Fall direkt über LAN benutzt wird und ich mich jetzt nicht irgendwie meinen Zugriff darauf über externe Geräte habe außerhalb des heimischen Netzwerkes, ist das nicht nötig. Leider haben wir kein optisches Zoom, nur Software Zoom hier. Tut auch seine Sache, nutze ich aber persönlich selten, besonders wenn man jetzt beachtet, dass ich somit viel mehr sehe, als wenn ich reinzoome. Und da ich die Kamera ja nicht bewegen kann, ist es sehr schwer, konzentriert damit zu arbeiten. Aber die Funktion ist definitiv gegeben.
Und nochmals, wenn man sich das Ganze ansieht, wird man schnell merken, die Kamera sieht super aus. Also man sieht da, das ganze Bild ist sehr klar. Ich habe diese Aufnahme jetzt relativ spät am Abend gemacht, deswegen haben wir künstliches Licht. Bei Tageslicht sieht es sogar noch besser aus. Die Farben sind wahrheitsgetreu. Wir haben dann verschiedene Funktionen hier, Status-Einstellungen. Und natürlich, wenn wir auf Basic Settings gehen, können wir den Namen der Kamera einstellen und solche Sachen. Das ist jetzt nichts besonders Wichtiges. Ich werde dem nicht zu viel Zeit widmen, weil es ja sehr, sehr simple Standardfunktionen sind, wie jetzt die Uhr der Kamera einstellen, die User Accounts und natürlich die Möglichkeit, mehrere Kameras gleichzeitig zu nutzen. Wie man sieht hier, ich habe auch eine R2, die verfügbar ist für diesen Test, damit ich zeigen kann, wie zwei gleichzeitig funktionieren. Dann haben wir natürlich die Netzwerkeinstellungen, die sind aber besonders sicher, zum Beispiel die E-Mail-Einstellungen. Wenn ihr möchtet, dass beim Auslösen eines Alarms euch Bilder auf eure E-Mail-Adresse geschickt werden, was sehr, sehr praktisch ist, da das sofort passiert und das gute Bilder sind, hochauflösende Bilder, sollte man das aufstellen, einstellen. Die FTP-Funktion ist sehr wichtig, ich nutze sie, indem ich einen Micro-USB-Stick in meinem Router eingesteckt habe. Mein Router bietet die Funktion, einen Micro-USB-Stick so als FTP-Server einzustellen. Somit wird alles darauf gespeichert. Ich habe einen richtig großen Micro-USB-Stick, nicht Micro, sondern einfach normalen USB-Stick. Und dieser hat 256 Gigabyte, glaube ich, waren es. Auf jeden Fall sehr, sehr viel. Somit kann die Kamera sehr, sehr viel aufnehmen, bevor jetzt der Speicher aufgebraucht wird und ich da eventuell was löschen muss. Hier haben wir die Einstellungen für die zwei Streams. Wichtig zu beachten hier, dass man letztendlich den Substream nur dann brauchen könnte, wenn man auf ein Gerät zugreift, über ein Gerät auf die Kamera zugreift, welches beschränkte Internetgeschwindigkeit hat. Die Privacy-Zone ist sehr wichtig, da es eine Outdoor-Kamera ist und es oft Probleme mit Nachbarn gibt, die mögen es nämlich nicht, wenn man sie aufnimmt. Also kann man das so einstellen, dann wird ein schwarzer Klecks auf dem Bild sichtbar sein, wie jetzt hier. Man bedeckt somit seinen Nachbar und wenn der Nachbar irgendwie sich beschwert, dass er mit aufgenommen wird und er das nicht mag, kann man ihn rüberrufen und zeigen, hey, schau mal an, nichts wird von dir aufgenommen. Ich habe mich darum gekümmert und somit hat er auch keinen Grund, sich zu ärgern und den Inhaber der Kamera, also der Eigentümer der Kamera, auch zu ärgern. Natürlich haben wir auch die Möglichkeit, manuell Fotos machen zu lassen. Wir können einstellen, wann, wie oft und so weiter. Ist eine Funktion, die für manche vielleicht nützlich sein wird. Ich nutze sie persönlich nicht, da ich eher auf Videos setze. Wir können auch die Nachtsicht hier so einstellen, damit sich in bestimmten Stundenzeiten nur einschaltet. Das ist wieder nicht nötig, meines Erachtens nach, da sie so automatisch sehr gut funktioniert. Natürlich haben wir jetzt auch unsere Motion Detection, unsere Alarmfunktion. Und hier zum Beispiel habe ich Kamera Sound angeklickt. Aber da diese Kamera keinen Lautsprecher hat, wird sie selber nicht piepsen können. Dafür ist aber PC Sound wirksam, wenn das PC an ist und wir die IP-Adresse der Kamera angegeben haben und jetzt hier sind, dann wird das PC schreien, wenn die Kamera einen Alarm auslöst. Natürlich haben wir Sachen wie ein Foto aufnehmen, Video aufnehmen und natürlich E-Mails schicken und natürlich auch wie oft, an welchen Tagen und so weiter kann man unten einstellen, manuell, wenn man das möchte. Ansonsten ist es für alle Zeiten angeschaltet. Und dann haben wir natürlich auch die Möglichkeit, uns auszusuchen, ob wir die Aufnahmen zum Beispiel auf einer Micro-SD-Karte haben möchten oder nicht. Pre-Record ist eine sehr coole Funktion. Es werden 5 Sekunden ständig aufgenommen von der Kamera und überschrieben, bis ein Alarm ausgelöst wird. Dann werden diese 5 Sekunden an das Video angehängt. Bei ein 30-sekündiges Video bedeutet das, dass wir am Ende ein 35-sekündiges Video haben und die ersten 5 Sekunden des Videos sind die 5 Sekunden vor Auslösung. Beispiel, ich komme in mein Zimmer, ich löse einen Alarm aus, dann werden wir auf das Video zuerst 5 Sekunden, bevor ich reingekommen, sehen können und dann, wie ich reinkomme und so weiter. Das ist aber sehr nützlich, da manchmal die Kamera nicht sofort reagiert, weil etwas ganz im Hintergrund sehr klein anfängt. Da ist es besser, die 5 Sekunden noch dazu zu haben. Ich finde es immer toll. Local Alarm Recording ist grundsätzlich die Möglichkeit, die Aufnahmen auf dem PC zu speichern. Und das sollte ja auch machen, aber das PC muss immer an sein dafür. Deswegen nochmal die Sache mit dem FTP, viel, viel besser meines Erachtens nach. Schedule Recording benötigt eine Micro-SD-Karte, die habe ich jetzt hier drin nicht. Aber das ist grundsätzlich so, man kann es so einstellen, dass man sagt, hey Kamera, nimm an diesen Zeiten
immer auf und so weiter. Also coole Funktion, aber für mich auch nicht etwas, was ich momentan brauche. Jetzt zeige ich euch noch die Nachtsicht, die sieht super aus. Die Infrarotlichter sind sehr, sehr hell. Das Ganze ist natürlich wegen der tollen Auflösung auch sehr gut sichtbar. Ich habe das hier zum Test jetzt ein bisschen gemacht, euch nur das Video zu zeigen. Hat mir gut gefallen, die Kamera. Ich finde sie super. Sie hat ein paar Schwächen, aber der Preis ist sehr gut. Und die Aufnahmen sind wirklich spitze. Wenn man zum Beispiel sich Sorgen macht, dass irgendeiner die Kamera kaputt machen möchte, ist das definitiv eine tolle Option. Davon abgesehen, wie gesagt, ist sie nicht teuer im Vergleich zu anderen Domkameras, obwohl man sie eben nicht bewegen kann. Schaut euch die Links in der Beschreibung, die werden euch zeigen, was die Kamera momentan kostet und wo ihr sie am besten kaufen könnt.